Es ist das erste Länderspiel des Jahres für die DHB-Auswahl. Wenige Tage vor WM-Start kommt es zum Aufeinandertreffen in der EM-Quali gegen Österreich. Mit neuem Gesicht. Sebastian Firnhaber gibt seine Länderspielpremiere im Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason. Und die deutsche Mannschaft in den dunklen Trikots mit einem richtig guten Beginn. Julius Kühn schweißt das Spielgerät das erste Mal im gegnerischen Kasten ein. Andreas Wolf erhielt den Vorzug im Kasten und der funktionierte ab Sekunde 1. Wolf in der Anfangsphase mit mehreren guten Aktionen. Aber Österreich hielt dagegen. Sebastian Frimmel mit dem 5:3, 8 Minuten gespielt, 2 Tore Vorsprung Österreich. Aber die deutsche Mannschaft wusste damit umzugehen. Keine Verunsicherung. So schnell konnte man die Partie wieder drehen. Das 8:7 durch Heffner. Alfred Gislason, der Bundestrainer, bis hierhin zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Aber es war noch immer eine enge und ausgeglichene Begegnung. Zivkovic, der auffälligste bei den Österreichern. In den folgenden Minuten schaffte es aber die deutsche Mannschaft, sich peu à peu abzusetzen. Immer wieder suchten sie Johannes Goller am Kreis. Auf ihn wird es ankommen mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Fabian Böhm mit dem 18:13 kurz vor der Pause. Tempo-Gegenstoß, die Abwehr fand sich mehr und mehr. Letzter Treffer in Durchgang Nummer 1, Marcel Schiller. Per 7 Meter mit 23:16 führte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Und Schiller funktionierte auch in Durchgang Nummer 2, das 24:18. Applaus vom Bundestrainer. Aber Österreich anschließend besser. Sie kamen noch mal ran. Frimmel mit dem 22:24. Die ersten Minuten in Durchgang Nummer 2 fruchteten nicht so richtig bei der deutschen Mannschaft. Dann aber schaltete sich Johannes Bitter im Tor ein. Und Marcel Schiller blieb bei 100% von der 7-Meter-Markierung. Sein 8. Versuch, sein 8. Tor per 7 Meter. Auf der anderen Seite 7 Meter das Stichwort, aber Andreas Wolf konnte Robert Weber überlisten. Das schönste Tor des Tages erzielte Tobias Reichmann, das 34:26 per Kemper-Trick. Und dann erinnern wir uns an Sebastian Firnhaber. Auch der konnte sich offensiv zeigen. Im Mittelblock stark, aber auch offensiv eine absolute Alternative im Aufgebot der DHB-Mannschaft. Am Ende gab es das letzte Tor wenige Minuten vor Schluss zum 27:36 durch die österreichische Auswahl. Johannes Bitter konnte noch einen Wurf entschärfen. Und so gelang der Auftakt in das Kalenderjahr 2021. Mit 36:27 schlägt Deutschland Österreich.